Hey Leute, schön euch wieder zu sehen. Ich bin der Frank-Steffen Müller für G66. In dieser Videoreihe stelle ich alle 383 Fractal Audio Factory Presets vor. Wow! Heute zeige ich die Presets 166 bis 170 und am Ende spiele ich wie immer einen Song. Viel Spaß dabei! Das Preset 166 heißt Albert's Lead. Hier wird das Model des 59 Bass Guy Bright benutzt. Dahinter steckt natürlich der berühmte Fender Bassman. Der Bassman ist sozusagen der Grandfather of Rock'n'Roll. Das Design wurde von Jim Marshall mit dem JTM 45 kopiert und hat dann Rockgeschichte geschrieben. Der Bassman hat einen super clean Sound, der aber recht schnell verzerrt. Ich benutze hier einen Treble Booster, um den Trademark Sound von Gitarrenlegende Albert Lee zu kopieren. Bekannte User des Bassmans sind zum Beispiel Tom Petty, Buddy Guy, Brian Setzer, Kurt Cobain und natürlich Albert Lee. Ich spiele jetzt Szene 2. Das Preset 167 heißt Centrifuge. Hier wird der 65 Bass Guy Normal benutzt. Das ist das Model des 65er Fender Bassman. Das Preset macht einen recht hypnotisierenden Blues-Sound, der zwei Rotary-Blöcke, zwei Filter und zwei Delays verwendet. Ich spiele jetzt Szene 1. Das Preset 168 heißt Crystal Echoes. In diesem Preset haben wir die legendären Crystal Echoes der genialen Firma Eventide. Dazu wird ein Pitchblock verwendet. Der Envelope Follower dient als Fade-In-Regler für die Crystals. Als Model benutzen wir hier den Band Commander, das ist der Fender Bandmaster. Dieser Amp hat einen fantastischen Clean Sound mit sehr viel Headroom. Mit einem Verzerrpedal davor bekommen wir auch einen wunderbaren Vintage Rock Sound. Ich spiele jetzt Szene 2. Thank you.
Das Preset 169 heißt Up-Down Poly Pitch. Hier wird der Class A 15 Watt TB benutzt. Das ist das Model des Vox AC 15 Top Boost. Der AC 15 existierte schon lange vor dem Vox AC 30. Bekannte User dieses legendären Amps sind die Beatles, Brian May, The Edge, Rory Gallagher, Radiohead, R.E.M., Status Quo, Ritchie Blackmore und viele, viele mehr. In diesem Preset haben wir einen Pitchblock, der Ober- und Unteroktaven sowie Quinten hinzufügt. Ich spiele jetzt Szene 1. Das Preset 170 heißt Dual Amp Dual Delay. Hier wird der Class A 30 Watt TB benutzt. Das ist das Model des Vox AC 30. In diesem Preset wird ein Dual Delay mit leichter Modulation durch zwei Vox AC 30 geschickt. Dadurch erhalten wir ein wunderschönes Stereobild. Ich spiele jetzt Szene 4. Zum Schluss spiele ich einen Song. Hierfür benutze ich ein eigenes Preset, FSM Pizzo Gary Moore. P-I-T-S-O Pizzo bedeutet so viel wie Playing in the Style of. Viel Spaß mit dem Song!
Danke fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, schenk mir ein Like. Und um keine Videos zu verpassen, abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke. Wenn du Fragen oder Wünsche hast, dann schreib mir das in den Kommentaren. Du kannst auch gerne mal auf meinem YouTube-Kanal vorbeischauen. Hab eine gute Zeit und wir sehen uns nächste Woche, wenn es wieder heißt Get Your Kicks at G66.